Fabrizio. Komm rein, komm rein. Was bringt uns diese Ehre? Ich wurde von Il Magnifico aus Florenz geschickt, um mich um unerledigte Dinge zu kümmern. Ich suche nach Jacopo de Pazzi. Ha! Wer tut das nicht? Wir suchen schon seit Tagen. Dann hilft uns vielleicht, was ich bei mir habe. Eine Liste der Mitverschwörer. Einer von denen wird sprechen, bevor er stirbt. Exzellent. Diese Männer haben sicher nicht die Möglichkeit von Jacopo. Dann sind sie auch leichter zu finden. Ich setze sofort meine Späher darauf an. Ich danke euch für die Hilfe, Onkel. Und ich habe noch etwas für euch. Weitere Codex-Seiten. Ah, mal sehen, was wir lernen können. Was ist das? Welcher Prophet? Was habt ihr gefunden, Onkel? Nur noch ein Geheimnis. Der Text, grob übersetzt, bedeutet, nur der Prophet kann sie öffnen. Außerdem gibt es Hinweise auf zwei Edensplitter. Aber die Seiten geben keine Antwort, Neffe. Jedenfalls nicht alleine. Du musst noch mehr finden. Dann müssen wir abwarten, Onkel. Ich habe eine Mission zu erledigen. Wie du willst. Also, wenn du diese Bastarde bezwingen willst, muss ich dir aber noch etwas beibringen. Triff mich auf dem Übungsfeld. Na gut, Ezio. Du beherrschst Konterangriffe. Aber was, wenn dein Gegner das auch kann? Normalerweise gebe ich ihnen keine Gelegenheit. Harte Worte bieten wenig Schutz gegen Templerstahl. Dann bitte, Maestro. Bringt mir bei, was ich tun muss. Ausweichen! Figlio di Troia, genießt die Fahrt in die Hölle! Bene, bene, jetzt noch einmal. Viel besser, ein letztes Mal noch. Bravo! Das möchte ich noch mal sehen. Nur noch einmal, Ezio. Magnifico! Und wieder hast du meine Erwartungen erfüllt. Signore, wir haben Jacopos Männer gefunden und warten auf euren Angriffsbefehl. Sag den Männern, keiner rührt sich, bis sie mit Ezio gesprochen haben. Verstanden? So sei es. Geh, Ezio. Besuche meine Söldner im Hinterland. Schau, ob Jacopos Lakaien dich zu ihm führen. Aber sei vorsichtig. Sie erwarten dich sicher. Als diese werdet ihr nirgends finden, meine Freunde. Bedenkt auch, wenn ihr ein oder... Grazie und kommt bald wieder. Ugh.
Hi, hi! Oh Mann! Ich muss... Hoch, hoch! Ich kann nicht sterben. Ah, da seid ihr ja. Hört, wir haben Stefano da Bagnone gefunden. Folgt einfach dieser Straße und ihr kommt zu dem Kloster, wo er Obdach sucht. Wartet, bevor ihr aufbrecht, nehmt dies. Benutzt es, um eine Ablenkung zu kreieren. Mein Dank, Freund. Lasset uns beten. Beten? Wofür denn beten? Den Schutz des Herrn. Wenn ihr denkt, dass der Herr sich für unsere Angelegenheiten interessiert, dann werdet ihr euch wundern. Aber bitte, wenn ihr wollt, täuscht euch doch weiter selbst. Es hilft, die Zeit zu vertreiben. Gotteslästerung? Nein, nur die Wahrheit. Aber die Existenz des Herrn anzuzweifeln, ist die einzige rationale Reaktion, wenn man mit der Aussage konfrontiert wird, dass da ein unsichtbarer Verrückter in dem Himmel ist. Jetzt werde ich sehen, wer recht hatte. Wo ist Jacopo? Ich habe wohl nichts mehr zu befürchten. Sie treffen sich im Schatten der römischen Götter. Alle Angst seid ihr genommen. Requiescat in pace. Eccolo! Tempo! Packt ihn! Obacht! Geht mir aus dem Weg! Was glaubst du, wo der herkommt? Moment mal. Hab ich den schon mal gesehen? Halt, Bürger! Anhalten! Was ist der? Packt ihn! Vergangenheit. Ein großes Netz von Verbindungen und Unterverbindungen. Alles gesteuert vom Zufall, oder nicht?
Legione! Verstand verloren? Warum? Ach egal, ich will es gar nicht wissen. Kommt und seht, was meine Galerie zu bieten hat! Hey, ich runter hier! Jetzt! Echolo, du kannst nicht entkommen! Hier ebenfalls nicht. Ich mag teuer sein, aber meine Waren sind die extra Quattrini wert. Ich habe noch nie schlechte Güter angeboten. Salve, Ezio. Antonio Maffei hat sich auf dem höchsten Bau der Stadt verkrochen und schießt mit Bibelworten und Pfeilen. Der Mann hat offensichtlich den Verstand verloren. Außerdem hat er Bogenschützen um sich herum postiert. Die solltet ihr erledigen, bevor ihr euch nähert. Vielen Dank für den Hinweis. Sein Blutdurst stürzt uns alle ins Elend. Er muss aufgehalten werden. Hört meine Worte! Ihr müsst Buße tun!
bereut und sucht nach Vergebung. Für eure gottlose Art habt ihr euch den Zorn eines Dämons zugezogen. Gerufen von eurer Sünde wandelt er nun in eurer Welt, gekleidet in Schatten und Dunkelheit. Und wo er geht, folgt ihm der Tod. Warum, fragt ihr? Weil ihr euch verirrt habt und eure Freiheit diesem Schuft Lorenzo de' Medici opfertet. Ihr seid Marionetten, gelenkt von einer Börse, überzeugt von vergifteten Worten. Ihr habt eure Tugend verloren. Ihr habt eure Würde verloren. Ihr habt den Glauben verloren. Und das zieht den Dämon an, um sich zu nähren. Und nähren wird er sich, während ihr in Ignoranz verloren seid. Wisset, dass gute Männer starben, um euch vor diesem Übel zu bewahren. Männer, die das Land retten wollten, es reinigen. Betet mit mir, meine Kinder, damit wir gemeinsam gegen die Dunkelheit bestehen können. Merkt auf, ihr Himmel! Hinfort, Dämon! Zeigt dem Tod ein wenig Respekt, mein Freund. Dir zeige ich Respekt. Nein, das werde ich tun. Lass deinem Körper und deine Seele nun endlich ruhen. Requiescat in pace. Maestro, mit angsterfülltem Herzen schreibe ich diesen Brief. Der Prophet ist gekommen. Ich fühle es. Die Vögel verhalten sich seltsam. Sie kreisen um den Ort. Ich sehe sie von meinem Turm. Ich werde nicht am Treffen teilnehmen. So offen darf ich mich nicht zeigen. Sonst findet mich der Dämon. Vergebt mir, da ich nur auf meine Stimmen höre. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Mich leiten. Bruder A. Die Macht nicht. Sie wird vererbt. Du darfst nicht hier oben sein! Leute, wenn ihr etwas verstanden habt, gebt nichts auf seine leeren Versprechen! Ezio, das wurde aber auch Zeit.
Wir haben Bernardo Baroncelli gefunden. Gute Nachrichten. Sagt mir, wo er ist, dann werde ich mich um ihn kümmern. Das ist das Problem. Lorenzo ließ ihn schon vor Tagen festnehmen, als er uns aus Konstantinopel überstellt wurde. Doch er konnte fliehen. Wir glauben, dass er sich in San Gimignano befindet. Va bene. Mal sehen, ob ich ihn festnageln kann. Wie könnt ihr mit Erfolg rechnen, wenn wir alle versagt haben? Ich habe andere Möglichkeiten. Ich wusste, dass ihr kommt. Wo ist Jacopo? Damit ihr ihm tun könnt, was ihr mir getan habt. Noch habt ihr Zeit, euer Gewissen zu reinigen. Wir treffen uns bei der Kirche, wenn ein Treffen einberufen wird. Es tut mir leid, dass es so kommen musste. Requiescat in pace.
hier drüben, Ezio. Kommt, meine Freunde, ich habe frischen Schaf. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ich sehe euch, Assassine! Diese Mauern haben 100 Jahre gestanden und es werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben eurer Männer zu vergeuden! Kathene, verschwindet hier! Hier werdet ihr nur den Tod finden! Kehrt um! Packt ihn! Tempo, ich verliere ihn! Der kann uns nicht weglaufen! Eccolo! Eccolo! Packt ihn! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Tine, ihr hättet besser... Ihr seid erledigt, Assassine. Hört ihr mich? Erledigt. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, ein paar Söldner machen mir Angst? Ha. Das sollten sie. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Varius entnehmen? Aber warum? Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Was sagt ihr dazu? Kehrt jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freunde. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegt. Kommt und holt mich. Nimm alle Krieger auf. Lasst uns die Wände mit seinem Blut bemalen. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? Wache, zu mir! Fass den Bastard! Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz.
Requiescat in pace.